Also ich heiße Ute Kugler, bin noch 59, wohne hier in Radebeul Ost seit 4 Jahren und habe 27 Jahre in Radebeul West gewohnt, mit meinem Mann zusammen, der leider verstorben ist. Bin in ein tiefes Loch gefallen und dann habe ich mich gekümmert, dass ich zu was Ehrenamtliches komme. So, dann lass es dir gut schmecken. Danke sehr. Ja, bitte. Unser Projekt Mitte Ost ist ein Begegnungsprojekt, ein Projekt des Miteinander, an dem man einfach zusammenkommen kann und sich hier treffen und austauschen kann. Wir wollen hier ein Miteinander schaffen im Stadtteil, eine Zusammenkunft von Menschen, dass die Menschen wieder an einen Tisch rücken und sich austauschen. Das Besondere an diesem Projekt ist, dass es ein gemeinsamer und öffentlicher Ort ist, an dem man nichts kaufen muss. Man kann hier einfach sein, man kann einen Kaffee trinken, sich zurückziehen oder auch teilnehmen an Angeboten. Die Aufgabe unserer ehrenamtlichen Gastgeberinnen ist es einerseits natürlich Kaffee und Kuchen anzubieten, auf der anderen Seite aber auch, und das ist sehr wichtig, eine Atmosphäre zu schaffen. Hallo, ach, du bist Sabine. Ja. Mir gefällt ja der Kontakt mit anderen Menschen und mir gefällt, dass es ein vielfältiges Angebot gibt. Das Schönste an diesem Ort ist, dass ich mich so wohl fühle wie zu Hause. Und jetzt kommen wir zur Wochenziehung. Je 5.000 Euro gehen an 2 Lose mit den Endziffern 8165081 sowie 3638795. Jeweils 10.000 Euro gewinnen 2 Lose mit den Endziffern 4781705 und 4307487. Und 100.000 Euro entfallen auf alle Lose mit den Endziffern 6233194. Gratulation und vielen Dank für Ihre Unterstützung. Und jetzt wünschen wir allen einen schönen ersten Advent.